So, Leute, dann sind wir beim nächsten Spiel. Und wie immer habe ich den Dommel dabei. Guten Tag schon wieder. Tut mir leid, Denise. Und wir gucken uns heute an Bug-Chain-Combo gegen Show and Tell. Show and Tell mit hübschen Hüllen? Ja, das sieht nur so aus. Ich glaube, ich habe den Weißabgleich verkackt. Das sind Magenta-Hüllen. Ach, warte, Entschuldigung. Ja, die sind. Ja, finde ich gar nicht so hässlich. Ja, du bist nur auf der Suche nach neuen Hüllen? Ich weiß ja schon, welche ich haben will. Ja, schon die Blood Rides. Die Blood Rides. Schön. Ja, vom Combo-Matchup her, zwei Combo-Decks gegeneinander. Who's going Combo Forest? Ich glaube, Show and Tell hat die Möglichkeit, Turn 1 zu killen. Bug-Chain, das früheste von Bug-Chain ist, glaube ich, Turn 3. Ich glaube auch, da ist ja kein Mana-Ramp. Ja, Uru ist drin, aber der kommt Turn 3 und dann, ne? Ja, würde ich jetzt auch behaupten. Ja, das wird spannend. Es ist jetzt dieses Mal auch nicht so, wie es sonst so ist, dass man Show and Tell nicht benutzen kann, richtig? Weil, der eine spielt Show and Tell, der andere legt. Ja, du darfst halt nur können, rein. Du musst halt Wenn dann Omniscience reinlegen und dann Emrah Coolcasten. Du musst halt gewinnen. Bist du tot. Ja. Ja, also potenziell. Das stimmt. Oh ja, Glitzy. Ach ja, das heißt ja so ein Halfpipe. Das ist ein richtiges Halfpipe. Siehst du auch in der Hand ganz schön, wie die paar weiter nach hinten abgehen. Wenn du die in der Hand hältst und quasi so wie ein Curved-Bildschirm hast. Ja, voll geil. Leider sind die alle in die andere Richtung gecurved. Deshalb hast du so ein Anti-Curved-Bildschirm. Ah, das ist konvex. Das sieht man da. Alter, leck mich am Arsch. Aber da die alle so sind, kann ich als Judge verifizieren, ich würde es auf dem Turnier zulassen. Die Duels nicht. Die Duels sind tatsächlich auch mittlerweile so, weil die da drin liegen. Das fällt oh, nicht nein. auf. Oh nein. Ja, doch. Deshalb. Du kriegst sogar ein Card-Market-Argument, wenn du die verkaufst. Ja. Sind perfekt gecurlt für Foils. Für Turnier, ja. Niemand für Curl-Decks. Ja, da haben wir. Da ist ja nix auf. Was ist denn das für eine Hand? Ja, gut, das ist halt Turn 2 Sneak Attack. Und Turn 1 Ponder was finden. Ja, da würde ich auch erst easy einfach die Sneak Attacken. Obwohl, du kannst auch einfach das Ponder nehmen. Ja. Wenn du noch ein bisschen Discard auf der Hand hast. Ja, gut, der kann ja auch Turn 1 Sneak Attack machen. Habe ich gerade gesehen. Stimmt, der wohnt nur ein. Ja, nee, dann hat er einen, Affe, Petal und Engine. Dann hat er definitiv einen Counter auf der Hand. Ja, vermutlich. Also, das ist jetzt Turn 2 Sneak Attack oder. Ja, 18 zu 17. Petal, den, Dön. Ja, da ist ein Sneak Attack im Spiel. Uff. Ach, das ist ein Engine-Tomb. Ich dachte gerade, was ist das denn für ein Land? Das ist ein Engine-Tomb, ja. Ja, in dem Zendikar Expedition Artwork. Zendikar 2 Expedition. Okay, ein Duel, das könnte ein Balefoot Strike sein, für ein bisschen Card Draw. Wenigstens kann. Trophy. Ja, stimmt. Wenigstens kann hier in diesem Matchup unser Bug-Chain-Combo-Spieler nicht seine Lieblingskarte treffen. Seju! Das kann man nicht countern, was ziemlich gut ist. Der darf sein Deck nach einem Standardland durchsuchen. Ja, die hat er sogar. Das wird zerstört und dann darf sein Deck nach einem. Karte mit einem Standardland-Typ. Karte mit einem Standardland-Typ. Er kann auch Du kannst ein Duel nehmen. Yes. Gucken wir mal, was es richtig macht. Weil gegen das Deck würde ich auf jeden Fall Duels nehmen. Nö. Ah, gut, auf der anderen Seite hat er Fetchland auf der Hand. Ich glaube, da wird auch gerade gesagt, du kannst auch ein Duel nehmen. Ja, und hier wird jetzt auch das Duel dann genommen. Das sieht man auch wunderschön, die ganze Deck. Siehst du das? Das ist so schön. Ja, theoretisch müsstest du dann eine Deckbox nehmen, die quasi genau in die andere Richtung gecurlt ist. Es müsste so Anti-Curl-Deckboxen geben, ja? Die in eine Richtung schon gecurlt sind. Ja, hier Leute mit den 3D-Druckern, haut mal raus. Haut mal raus. So, das ist ein Inlet für die Dragon Shield-Deckboxen, weißt du, die alten, die mir benutzt haben. Oh ja, ja, die Stack and Save. Ja, da kannst du die schon reinmachen. Könntest du auch für die Ultimate Card Boulder versuchen. Stimmt. Ein ganz kleines Inlet, was die einfach nur nach vorne rutscht. Oh. Ganz leicht nach vorne drückt. Ja, gut. Passiert bei beiden jetzt nicht so viel. Das ist Fetchland Go. Ja, da hinten kommt jetzt Baleful Strix Go. Wahrscheinlich. Ah, ja, wahrscheinlich. Strix? Ja, Strix. Gegen den Daze Deck, ohne das Land zu legen. Ja, das ist ein Huro auf der Hand. Ist halt auch eine Win-Option, wenn das Deck hat, war dieses Natural Beatdown. Ja, also ein Baleful würde ich jetzt nicht Natural Beatdown nennen, aber. Ja, ist halb so schnell nur wie ein Snappy. Ja, braucht 10 Runden. 20 Runden. Richtig. Ist 8, voll okay. Ja, 17. Ist doch voll okay. Ist früher als Deckout. Ja. Dumm, gib mir meinen Gumbum. Ja, der hübsche Brainstorm. Da ist eine Fetchland und eine Sylvan Library.
Ach, das ist Silver. Die hat ein schönes Artwork. Ja, das ist die aus dem Commander Legends Green. Ja, die ist, hat ein echt schönes Artwork, finde ich, mit den Mönchen. Sieht halt nicht aus wie eine Bibliothek, aber... Da ist Old Man Grambling. Da ist die Library. Jo. Er hat doch noch einen Fetchland auf der Hand. Hat doch ein Land gelegt, oder? Ah, nee, der hat eben die... hat das vergessen. Oder es ist kein Land. Der hat den Land Drop vergessen. Glaube ich aber nicht, dass das... dann wird das wahrscheinlich eher so sein, dass er keinen hatte und ich da gerade nur ein Land auf der Hand sehe, was kein Land ist. Das könnte natürlich sein. Ja. Misty Rainforest ist immer schwer zu sehen. Ah, Forsenfeld, deshalb kam noch kein Land Drop. Ah. Der war noch gar nicht im Go. Okay. Das hat Force. 4 Leben gekostet. Uff. Ui. Ja. Fetchland, go. Das ist immer wie immer bei unserem Show-and-Tell-Spieler. Der spielt eigentlich Lands. Ja, aber schlechte, weil sie keinen Effekt haben. Doch, du verlierst 2 Leben. Ja. Oder 1. Ja, das ist auf jeden Fall der Effekt, den ich haben möchte. Da sehe ich einen Full-Text-Basic. Ach Gott, hat der die jetzt drin. Oh, der feuchte Traum für jeden Judge. Ja, großartig. Einfach der Regeltext für Basic Lands draufsteht. Ja, der gar nicht so kurz ist, wie man denkt. Ja, das ist vollkommen wahr. Also wenn ihr euren Judge nerven wollt, nicht im Fisch kriegt, dann fragt euren Judge, wie Basic Lands funktionieren und ob man den Regeltext dafür sehen könnte. Mhm. Wenn ihr dann nicht diese Karte dabei habt, dann wird er weinen. Da ist dein Uro. Der Uro. Ja, da passiert halt nichts anderes. Ne? 3 Leben. 18. Card Draw. Zieht eine Karte, bringt einen Land Drop. Full Text Swamp und ich glaube, er hat noch einen Full Text Insel auf der Hand. Theoretisch können wir da. Ja. Ne, es war der Full Text Swamp. Er spielt nicht die zweite Baleful Strix. Und er greift nicht mit Baleful Strix an. Und Force auf der Hand. Das. Geht nicht. Ja, da muss er vorher fetchen. Und dann hätte man trotzdem mit der Strix zuhauen können, oder? Uff. Oh, ist die Frage. So bist du. Nasset. Land. Du hast halt. Da ist, ich glaube, da ist ein Force auf der Hand. Das hintere. Ganz links. Ja. Ist auch gerade alles dieser Double Master Kram, ne? Ja, ich weiß ja nicht, ob er mittlerweile die Double Master Force hat. Doch, glaube ich schon. Nein, schon. Weil dann kann er jetzt forcen. Nächste Runde haut er die Nasset in die Rippen. Weil nach der Nasset macht er halt auch nicht mehr viel, weil der ganze Card Draw weg ist. Und das Deck besteht eigentlich nur aus Card Draw. Das ist kein Force. Das ist kein Force? Nee, sonst wird es ja nicht weggelegt. Ganz oben ist ein Counter Spell, dann kommt eine Nasset, dann kommt eine Baleful Strix, dann war da noch irgendwo ein Endurance und. Straight up Counter Spell. Ja. Ui. Ja, den im Brainstorm zu finden, ist natürlich dann auch wieder. Ja, zwar wenn man eine schwarze Mana da hat. Duels, ich sag euch, mehr Duels! Kommt. Da würde ich die Baleful Strix reinlegen. Ja, tu doch auch. Ja, immer war cool, ne? Macht jetzt noch nicht so viel, oder? Der macht jetzt echt nur eins. Da ist das Endurance. Annihilator 6 ist halt... Ein zweiter Brainstorm war das. Die sind nur so schwer zu erkennen, weil die auch blinky-blinky sind, glaube ich. 1, 2, 3... Force, Force. Oh, Alter. Eine tiefer. Oh Gott. Da will der Deck auch gerade hart wissen, was du machst. Mhm. Aber die normalen Force. Force, Force, Uro. Mhm. Cool. Mhm. Wäre das jetzt ein Duel gewesen, ein weiteres und kein Basic? Hätte er dann 2 Brainstorm spielen können? Stimmt. Ich weiß jetzt echt nicht, was man so großartig in den Emmy machen könnte. Ich glaube, ich würde jetzt auch einfach die Nasset legen, einfach um permanent auf Board zu klatschen. Mhm. Damit du den Annihilator überlebst, ne? Der Belfolder. Ist der indestructible? Nee, aber der hat Schutz vor Farming Spells. Ja, okay. Dementsprechend bräuchtest du ein permanentes, was, wenn es ins Spiel kommt, wie eine Oblivion Ring. Ja, ja, oder halt ein Baleful, ne? Ja, genau, also Baleful. Block Death Touch ist eine Sache, die funktioniert. Hm. Das wird einfach gezählt. Okay, wie viele Permanente habe ich? Ist die Frage, ob man da nicht zum Beispiel auch sagt, okay, man will das Endurance haben, um mit dem Endurance seine Sachen wieder unter sein Deck zu legen, damit man wieder mehr Länder auch wieder im Deck hat? Ich weiß nicht, wie viele Länder das Deck spielt. Du hast nur eine Asset. Ja. Die geht runter. Die geht runter auf 3.
Willst du die jetzt angreifen? Ah ne, er muss 6 permanente opfern. Chain. Chain ist gut. Chain ist Combo. Ja, das könnte aber dann echt noch. Ja, das dauert dann halt. Go. Tap. Drauf. 1, 2. Ja, Schwenk. Trigger. Bin auf jeden Fall 4 Länder. Hi. Es geht alles. Das komplette Board geht. Ist auch in die Letter 6. Ja. Blockt. Bleibt ein Land. Das sind 5. Nee, nee. Die Nass hat auch noch. Die hat auch beiseite gelegt. 2, 4, 5, 6. Stimmt. 6. Ja. Stimmt. Ein Land hat er. Ja, wird reingeschaufelt. Und er war nie wieder gesehen. Ja, okay, er hat jetzt halt straight up 2 Force obendrauf. Nee, hat er nicht mehr. Nee. Hat er da noch? Ja, der hat eins auf der Hand. Safe. Ottawada hätte auch was gebracht. Ja, stimmt. Hätte man bouncen können. Also ganz viel Zeug gezogen, weil im Nachhinein viel gebracht hätte. Bitter. Das sind, glaube ich, Länder. Länder go. Draw Strix? Strix. Ein grünes wäre jetzt halt langsam wichtig, damit er, wenn er ihn zieht, den Loot spielen kann. Den anderen Force. Weiß gar nicht, wie er heißt. Ponder. Den würde ich forcen. Uff. Ich würde da Follow-up forcen, glaube ich. Nee, er kann halt shuffeln. Er kann halt random guten Kram weiterziehen. Und wenn du einen Ponder machst und der zieht halt nur Scheiße. Ja, stimmt schon. So, haben wir jetzt noch ein Ponder und Prayer Dane. Rainstorm. Na, ein Fetchland, der liegt hier. Da auf jeden Fall ein Sneak Attack dabei. Und ein Ponder. Da auf jeden Fall noch ein Ponder zum Shuffeln. Ponder zum Shuffeln ist auf jeden Fall noch da. Sneak Attack hat er auf jeden Fall. Machst du jetzt echt Sneak Attack? Mit Mana Floaten. Der geht auf 7. Uff. Boah. Oh, er hat das Force gepitcht. Er hatte nichts anderes zu pitchen. Ne, das war schon. Oh, das ist knapp. Strikt, so wie es ist. Da ist noch ein Smoky auf der Hand. Ja. Random guter Top-Deck bringt dich um. Das sind halt 4 Runden einer noch. Boah, noch eine Chain. Da würde ich jetzt random die Chain schmeißen. Ja, tut dir, glaube ich, mehr weh als ihm. Ne, du kannst auch einfach abwerfen. 3, ich hätte jetzt schon längst die Chain geschmissen. 2. Oh Gott, hat er den Dude? 1. Ich habe da schon längst die Chain geschmissen. Er hat noch 2 Runden. Obwohl, ja, da. Den auf dich. Also ein Force und irgendwas. Force und Land. Ja. Magst du zurückwerfen? Ja, mag ich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wirfst du so oder so zurück? Schmeißt du eine Chain weg. Ja. Und ich weiß nicht, was da sonst noch ist. Ja, irgendwie Chain und vielleicht Push. Ein oder ich glaube, das war ein Push. Ja, der kann auch ein Schrott. Glaubst du? Der Push. Hin und wieder mal spielen. Wenn der jetzt wenn Christoph jetzt in der Misere ist, da dann Team Spirit Guide spielt, da weiß ich auch nicht. Ja, auch schon passiert. Stimmt, er könnte, zieht er vielleicht wahrscheinlich sogar. Da wird ein Veil of Sun. Ja. Nix mit Target. Darf er eine Karte ziehen? Der hat er nur einen Spell kopiert. Ah, der hat den Spell nicht gecastet. Spell nicht gecastet, das stimmt. Dementsprechend ist da kein Card Draw. Müssen wir direkt wieder rüffeln. Mann, oh Mann, oh Mann. Oh. Preordain, Force. Ist kein Force da? Ja. Ist kein Force da? Aber da muss nur ein dickes Ding liegen, ne?
Das ist ein Dice. Hm. Na. Okay. Ja. Game 2. Game 2. Boah, Alter, was eine Schlacht, ey. Ja, das ist halt, wenn zwei Combo-Decks voneinander sitzen, die beiden nichts machen. Normalerweise gewinnt dann relativ zügig das Agro-Deck. Ja. Finde den Fehler. Ja. Wobei, ja, Buck Shane kann schon aggressiv sein mit dem Uro, aber der hatte halt nie die Luft dazu. Ja. Der Punkt, wo er hätte machen können, kam der mehr. Ja, das stimmt. Und so ein Emrakul mit Angriffstrigger ist halt irgendwie nicht so geil. Ja, das stimmt. Vom Sideboarden her, du hast halt bei Chantel, du hast eine Menge Duels gesehen, du könntest Blood Moon boarden. Du hast ein bisschen was an Countersachen gesehen, du könntest sowas wie Pflaster Storm reinnehmen oder Boseju. Sejo und Blood Moon ist halt nie so das Geilste zusammen, aber es ging. Mhm. Oh. Ja, Blood Moon ist auf jeden Fall ein Ding, was du reinschmeißen kannst. Ja. Buck Chain kann wahrscheinlich eine Menge Removal rausnehmen. Ja, eine Menge Removal raus und vielleicht ein bisschen was mehr an Counter Mainboard. Ich glaube, Counter, wenn er hat, Discard und eventuell... Ja, Blue Blast zum Beispiel. Ja. Mit Blue Blast wird er halt auch die Sneak Attacks zum Beispiel wieder los. Ja, und du hast ja die Baleful Tricks, die du reinlegen kannst auf der Chowntail. Das heißt, du kannst auf den Trigger reagieren und kannst dann zum Beispiel mit einer Trophy oder so arbeiten. Genau, also du hast Möglichkeiten, gegen Omniscience vorzugehen. Die Decay ist halt scheiße in dem Matchup. Ja, die Decay ist richtig mies in dem Matchup. Weil du genau die Mana-Steine und den Affen als Target hast. Ja, der Affe, falls er mal gecastet wird, falls es auf die Berserker kommt, dann ist schon öfters passiert. Ja, also. Das ist leider wirklich wahr. Wirklich, wirklich wahr. Ja, ja, ansonsten interessant. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Buckchain so gut damit klarkommt. Aber es war ja auch nur ein Emmy. Ja. Wäre es ein Grusel-Daddy gewesen, wäre es schon wieder eine ganz andere Hausnummer, glaube ich, gewesen. Trampel, Card-Draw, yada, yada, yada. Ja, vor allem den Card-Draw halt. Ponne. Was haben wir da auf der Hand? Eine Chains... Veil. Pflasterstorm. Jo, Pflasterstorm ist das. Ich war gerade am überlegen, was das ist. Aber das ist ein Box-Promo Pflasterstorm Modern Horizon 1. Yep. Ja. Modern 1. Damals, als die Leute sich noch beschwert haben. Der hat den ins Modern gebracht, ne? Ja. Und seitdem wird er Modern nicht gespielt. Kreaturen sind wichtiger Modern. Kreaturen sind einfach richtiger Modern. Ja, da ist auch ein Ponder. Was ist nie ein Ponder? Das ist ein Fortis. Warum? Oder Fortis Ponder? Das ist so ein. So oder so. Das oder gibt ganz anderes. Nee, das ja, er will den Pflasterstorm offen halten. Für zweite Runde Showdown. Das kann ich vollkommen verstehen. Ja, vor allen Dingen, da macht halt. Blood Moon. Bitte Blood Moon. Oh. Den kann man nicht Pflasterstorm. Das wäre so hart. Vor allem bei der Hand. Der hat drei Duels auf der Hand, so wie ich das sehe. Das ist ein Blood Moon. Ja! Und siehst du direkt so. Pflasterstorm macht nur Instant Sorcery. Kacke. Manchmal Brainstorm. Du siehst direkt so. Thinking. Force. Days. Oh, das tut weh. Hat der den poliert? Oh, das ist schon. Wenn du Turn 1 halt kein Show and Tell frisst, sondern Mountains. Oh. Jetzt kommt wieder das altbekannte Problem von Chantel. Jetzt muss Chantel natürlich auch was finden, womit es irgendwann mal gewinnen kann. Ja, aber gegen das Deck, also mit der Aufstellung jetzt, der fetcht sich seine Basics eigentlich ja nur. Der hat, glaube ich, auch nur drei oder vier drin, ne? Ich glaube drei, ja. Ja, also hat er ungefähr so viel da drin, wie so konservative UR-Delver-Listen spielen und das ist halt so... Nix. Ja. Vor allen Dingen in der Control-Liste. Also ich finde es halt immer wieder witzig, wie Leute seit 1900, wann kam Blood Moon raus? 94, 95? Ja, seit The Dark. Seit The Dark irgendwie an Blood Moon verrecken. Ich finde das eigentlich ganz hübsch. Ist halt so cool. Nee, das geht nicht. Ja, wurde auch gerade gesehen. Gott sei Dank. Ja, dann. Boah, ein einseitiger Blood Moon. Wizards, wird Zeit dafür. Oh ja. Sie machen noch Power Creep. Ja, also Alpine Moon und dann Blood Moon in einem, nicht Alpine Moon hier, Blood Sun und Blood Moon in einem Deck und Blood Moon nur für Gegner. Mm. Da ist Chantel, da ist Emrakul, da ist aber kein Land. Spannend, wenn beide kein Land ziehen. Ja doch, der eine hat ja Länder. Ja, aber die falschen. Da ist, also,
ich habe noch nie einen Complainen gehört, wenn ich Monolith Prison gespielt habe, dass jemand keine Länder hat. Nee, das nur, dass sie alle in Norden sind. Ja, meistens. Ja, das ist true. Schade ist jetzt halt, wenn ich jetzt richtig gesehen habe, wo kein Land drauf ist, ist man hier im West. Brainstorm Lock. Nicht im West Lock, im Brainstorm Lock. Das bedeutet, wenn Leute halt wissen, dass die nächsten zwei Runden einfach nur Schrott ziehen und das nicht wegmischen können. Nur Kacke oben drauf liegt, ne? Petal. Da war tatsächlich nur mal. Petal. Ist sexy. Die Frage, ob man hier dann wirklich in eine Art von Chontel nächste Runde geht? Boah. Wie viele Karten sind das? 2, 4, 6, 7. Ist da mal passiert bei Blockchain? Ja. Intuition. End of Turn Intuition. Das ist ein Shuffle, by the way. Das ist ganz nett, um den Ransom Lock loszuwerden. Omniscience, Sneak Attack, Emrah Cool. Ich würde hier nicht den Emmy nehmen. Grusel Dirty. Ich würde hier Omniscience. Genau. Ist das eine Omniscience? Ja. Das oberste. Ja, das unterste ist Omniscience. Nicht die Judge Reward und nicht die ägyptische. Ich glaube, von der ägyptischen hat er nur eine. Wahrscheinlich viel zu teuer. Ja, natürlich, aber ich bin trotzdem sehr enttäuscht. Er spielt ja auch Budget Duels. Weiß er nicht, richtig. Das ist ein Affe. Affe ist Mana. Just do it. Make your dreams come true. Nein! Oh mein Gott, wenn das jetzt ein Sumpf von der Top ist, hat er verloren. Ja, klopf, klopf. Wenn das ein Sumpf ist, hat er verloren. Nein! Es war die Insel, oh nein! Es war so close. Es war so close. Oh, das war knapp. Ich habe auch gerade gedacht, okay, was geht jetzt? Was geht jetzt? Smocker auf der Hand. Oh. Ja, der kommt noch ganz gut. Ja. Was ein Kack. Ja. Game 3. Ich glaube, da vom Boarding her dürften, gibt es ja jetzt nichts, was irgendwie. Boah, vielleicht Chontel Days raus oder rein oder so. Ja, je nachdem. Also, wenn sie gegen so ein Heavy Counter-Deck spielen, würde ich die Days so oder so drin lassen, tatsächlich. Ja, stimmt. Alleine, weil du diesen Counter-War gewinnen musst. Ja, und bist tight on Mana-Curve beim Gegner. Preordain. Ne, ist kein Preordain, das ist ein Chontel. Preordain sind ja die wunderschönen aus. Ja, die aussehen, als wären sie gerade im Top von. Aus den Zigilären, weil die Modern Horizons, die Commander Legends 1 Vollkarten so schlecht sind und so gecurlt sind, dass die in diesem Deck rausstechen. Ach stimmt, ja, das war ja die. Oh ja. Und deswegen kann er keine Full Art Preordain spielen oder Preordains in Voll. Man muss dafür Non-Foil Preordains aus dem Zigilär spielen. Oh. Der arme Mann. Gibt's die nur in Non-Foil? Ja. Danke, Ursatz. Nein, Spaß. Dafür gibt es andere Karten nur in Foil. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Da ist eine Narset, da ist ein Forceful auf der Hand beim Bug-Chain-Kombo-Spieler. Petal? Storm 1. Petal to the Metal. Ja, es gibt ja auch schon Chontel-Spieler, die Storm spielen. Ja, wenn der Gegner betrunken ist. Immer noch. Immer noch betrunken ist. Da ist wieder ein End-of-Turn-Intuition. Sieht so aus. Ist auch so teuer. Das ist die Foil-Judge-Reward. Reserved-List-Karte. Das ist auch so teuer. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass der Deck, was der Christoph da spielt, billig ist. Budget-Duels? Ja, da geht noch was. Ja. Auch die Lotus Petal sind ja auch nur die mittelmäßig teuren und nicht die Expedition teuren 500, 600 Euro das Stück Dinger. Also wenn man unbedingt sein Auto hübsch machen möchte, sein Deck, dann kann man da unendlich viel Geld reinstecken. Das stimmt allerdings. Und das in einem Format, das eh schon nicht günstig ist. So. Ja, ich mache das ja einfach auch nur, indem ich nicht voll spiele und dann halt meistens Full Art oder Old Border. Ne? Deswegen habe ich ja auch Blood Moon, die dreimal so viel kosten wie die anderen. Die hast du auch teilweise geschenkt bekommen.
Halt die Klappe. Sucht man sich jetzt, ob man Duel nimmt oder was? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der nimmt gerade eine Collection von Countern. So sah das gerade aus. Ja, aber hier, das ist jetzt Show and Tell, Omniscience. Emmy? Emmy. Grusel. Ja, du kriegst nicht alle. Nee. Also hat er ein Show and Tell auf der Hand. Was ist das Oberste? Da ist das der Grizzlebrand, und zwar der Secret Layer Grizzlebrand Edged Foils Liliana of the Veil. Scheiße, ey. Der ist hübsch. Der ist wirklich hübsch. Ja, aber ich hab den gerade überhaupt nicht. Der kann. Ja. Der sieht echt aus, als wäre der ein Top von. Willkommen in Edged Foil. How dark willst du gehen? Ja. Ja, da denkt sich Buck Chang grad. Ja, Emmy haben sie ja eben schon überlebt, ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Oh, jetzt so ein Busei. Hier so ein Puyuka. Nicht Puyuka Bock hier. Kommt getappt ins Spiel. Sorceries und Instance können nicht. Schau und her. Wir wissen, da ist ein Force auf der Hand. End of Time. Ja. Brainstorm. Aber nur City ist halt schon ein bisschen traurig. Riecht schon fast so, als wäre da ein Sneak Attack auf der Hand. Mhm. Verstehe ich aber nicht, weswegen man da Soulland vorher gespielt hat. Flusterstorm. Days. Interesting, um den Value abzuschneiden. Ja, damit du im Zweifelsfall Brainstorm locked bist. Mhm. Das ist gar nicht so doof. Nee. Bringt jetzt halt dazu, dass du nächste Runde wieder nur 3 Mana hast und dein Land verlierst. Ist die Insel schon oben so. Nehme ich dich. Man hätte das hier auch hardcasten können, oder? Ja. Easy. 3 Mana. Mhm. Ich glaube, hier wäre der Hardcast besser gewesen. Ja, nächste Runde sitzt du sonst nur mit dem Land da, plus du hast halt nächste Runde nur 3 Mana, hättest theoretisch 4 haben können. Hm. Da ist auf jeden Fall der Bug-Chain-Typ. Also der Witherbloom Apprentice ist das ja. Chaint er den jetzt tot? Hm, kann er noch nicht. Chain ins Gesicht, du bist tot. Da ist auf jeden Fall ein. Das ist jetzt einfach nur. Da war eine Trophy noch, die jetzt weggeht. Oh, Trophy auf die Dings, auf die City wäre halt auch ballsy, ey. Ja, bringt ja leider nicht so viel. Ja. Er hat ja gezeigt, dass er für 3 Mana nichts kann. Ja, ja. Nix kann er. Da ist eine Trophy wieder. Thoughtsies. Boah. Bin nicht gespannt. Da wird erstmal, ja, da wird erstmal gecheckt, wie viel Leben haben wir. Und dann wird erstmal überlegt, kann ich mir die 40s leisten? Ja, kann er. Alles über 15 ist Luxus. Alles über 16 ist Luxus. Ja, ich meine, das ist bei Christoph. Da zieht gerade so ein bisschen danach aus, hätte er gerade ein bisschen eine Motten. So, dieses. Ja, er hätte das, glaube ich. Ich meine, er hätte das Days halt auch nichts gebracht. Da wird ein Force geknallt. Er hat nichts auf der Hand, außer den Emmy. Nichts. Da wäre ich dann wahrscheinlich eher hingegangen, hätte mir Schauenteil geholt. Aber selbst im Schauenteil macht er jetzt nichts. Wow! Ja, das wird gekontert. Und jetzt kommt, Chains. Chain. Ja. Trotzdem hat auch noch 2 Leben. Er hat auch noch das Glück und zieht das Ding von der Top. Der hat kein Chain auf der Hand. Nee, aber der hat eine Narset. Ja, Narset, Trigger. Ja, Drain, ne? Ja. Non-Creature, ne? Nee, das ist so, Magecraft. Magecraft ist nur Instant of Sorcery. Stimmt, okay. Da ist die Chain. Twitter Brainstorm. Ja, legst du mal 2 Karten von deiner Hand oben drauf. Ja, der Emmy. Emmy oben drauf. Schön. Ja, das ist over. Ja. 2-1 für Bug-Chain-Combo. Cool. Geil. Richtig cool. Hat das Deck auch endlich mal gezeigt, was es kann. Ja, das kann wirklich Kontrolle und dann kontrollierten Kombo-Sieg runterfahren. Sehr, sehr cool. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.